wir sind wieder zurück. Ich habe immer noch keinen blassen Schimmer. Ich hoffe, mein Mikro sitzt richtig. Aber ich bleibe dabei, ich bin der Meinung, man muss irgendwo runterspringen. Also muss es doch einen Weg geben, auf diesen Baum hochzukommen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oder? Ups. Oh, Fisch. Ist das nervig. Hä? Moment. War das Vieh eben auch schon da? Ach, lass mich in Ruhe. Und hoch da. Das Vieh war doch eben noch nicht da. Jetzt aber. Macht, dass ihr wegkommt. Ich hier richtig? Sieht so aus. Na, das gibt's doch nicht. So einfach die Scheiße. So, das war dann auch die letzte. Hinter mir war auch irgendwas. Link, sehr gut. Du hast alle Melodien gefangen. Du solltest besser schnell zum Wasserdrachen zurückkehren. Okay. Machen wir. Achso, kann ich doch bestimmt wieder über die schneller. Halt. So. Nein. Hallo, ich will runter. Yeah, Herzen. Kommt denn dieses Geräusch jetzt her? Herzen. Noch mehr Herzen. Ich kann mich wieder füllen. Egal. Hopp. Hopp. Scheiß doch jetzt auf diese blöden Käfer. Bernsteinhalbmond. Ja, will ich ja jetzt eigentlich auch nicht. Ich will da hauptsächlich wieder in diesen Baum rein. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wo der Eingang war. Bei meinem Glück hier unten. Ja, genau. Hab's geschafft. Du hast dich deiner Aufgabe wahrlich würdig erwiesen, Link. Ich werde daher mein Versprechen einlösen und dir die Stimme deren Hüterin ich bin beitragen. Thank you.
Du hast eine Stimme des Heldenlieds erhalten. Okay. Nun denn, ich habe den Wald überflutet, um ihn von den Schergen des Bösen zu reinigen. Jetzt dabei werde ich ihn in seine ursprüngliche Gestalt zurückversetzen. Das wird auch in deinem Sinne sein. Gehabe dich wohl, ich wünsche dir das Beste. Du meinst, das hat was gebracht, dass die Monster jetzt weg sind. Wenn du das glaubst. Sieht zumindest so aus, als wenn es was gebracht hat. Der Wasserstand im Wald von Firon ist gesunken. Jetzt befindet sich der Wald wieder in seinem ursprünglichen Zustand. Die Stimme, die du erlernt hast, gehört zum Heldenliedgebieter. Suche die beiden Drachen der anderen Länder auf und lerne von ihnen die fehlenden Stimmen des Liedes. Alles klar, wo gehen wir dann jetzt hin? Ich würde sagen, erstmal zu den Joronen, wa? Ne, erstmal zu den Goronen. Fliegen wir ja schon gerade direkt drauf zu. Bleib ruhig unten. Juhu! Gefiedert und vogelfrei, auf zu den Goronen. Oh, hoffentlich müssen wir da nicht auch wieder so dämlich diese Noten suchen. Ich hoff's ja. Ich befürchte zwar was anderes, aber ich hoff's ja. Ich muss gestehen, ich wüsste nicht, wo da jetzt ein Drache ist. Leck mich! Wo bin ich denn jetzt gelandet? Nein! Oh, es meint ein Schwert! Nein! Ich bin ja komplett... Ach ja, warte, das war so. Alter, ich bin ja komplett ausgezogen worden. Ach, halt's Maul. Da kann ich doch be... Morgma! Hey, Dickerchen! Da guckst du, wa? Ich rette dich. Es freut mich, dich wiederzusehen. Wie... Du kennst mich nicht mehr. Ich bin Platio von den Mogma. Wir sind uns am nördlichen Tempel begegnet. Ich habe gesehen, wie sie dich fortgetragen haben und bin dir gefolgt. Du weißt das wirklich nicht mehr. Was wolltest du eigentlich hier? Also... Ein Drachen? Meinst du etwa den Gott? Ich habe nämlich gehört, dass in diesem Berg ein Gott wohnen soll. Du stehst auf solche Geschichten, was? Wie? Was ich hier mache? Ich habe gehört, dass sich hier am Berg allerlei lichtscheues Gesindel herumtreibt. Und meine Erfahrung sagt mir, dass es in solchen Orten ganz sicher was zu holen gibt. Nun, du solltest dich vielleicht erst einmal um das Nötigste kümmern.
Ist dir etwa nicht aufgefallen, dass du völlig unbewaffnet bist? Als du bewusstlos warst, hat man dir deine Ausrüstung abgenommen. Die solltest du vielleicht suchen gehen. Das hier habe ich mir immerhin schnappen können. Naja, kann ich zumindest schon mal buddeln. Ich hab die Magma-Klauen wieder. Ist das nicht toll? Ich mach mich jetzt schon mal auf. Hab's schließlich eilig. Bis dann. So. Ich buddel mich hier raus. Hoffentlich ist das jetzt nicht zu auffällig. Ich hätte vielleicht gucken sollen, wo ich bin, ne? Okay. Oh nee. Oh nee, ich kann... Geh weg! Kann doch eh gerade nichts machen. Ist hier oben irgendwas? Natürlich nicht. Hier drinne? Oh ja, was zum Heilen. Kann ich zumindest schon mal Herzen regenerieren? Ist das nicht toll? Wir sind komplett nackt, was soll die Scheiße? So, aufstehen. Graben. Ja, die bringen uns jetzt auch so viel. Ich hab nix. Ich hab kein Schild. Ich hab gar nichts. So ein Dreck. Ich muss wahrscheinlich aufpassen, dass sie mich nicht wiederkriegen. Okay, das ist schon mal was zum Speichern. Das ist gemein ja schon nicht verkehrt. Die Kameraperspektive passt mir gerade nicht. Was machst du denn hier? Ja. Was hast du mir denn zu zeigen? Ich meine, du stehst ja wahrscheinlich nicht ohne Grund hier. Ach so, nein. Das brauche ich jetzt nicht. Sie dürfen mich nicht sehen, ne? Definitiv darf mich hier wohl nicht sehen. Boah, schock mich nicht so! Hey, was machst du denn da? Du kannst doch nicht vollkommen unbewaffnet hier herumstolzieren. Ich hab dir doch gesagt, dass sich hier allerlei Gesindel versammelt hat. Schau dich nur um. Oh Gott, ich muss gerade an Wind Waker denken. Ich kann es nicht oft genug sagen. Du sollst wirklich deine Ausrüstung wiederfinden. Du willst sie schließlich nicht unglücklich machen, oder? Hast du mich verstanden? Ja, klar, aber... Irgendwie mache ich mir Sorgen um dich. Also gut, ich zeig dir was. Öffne mal deine Karte. Bist du bereit? Ich tue dir jetzt einen Riesengefallen und verrate dir, was sich in den Truhen befindet. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Da oben sind meine Bomben. Da ist meine Schleuder. Da sind die Greifdinger. Die sind am nächsten. Da muss ich irgendwie rankommen. Mein Schwert sehe ich hier trotzdem noch nicht. Leider war da nichts drin, was mich interessieren würde. Aber es könnte einige deiner Sachen dabei sein. Ich mache mich dann mal wieder auf die Schatzsuche. Bis dann.
Aha. Da kommt was. Stimmt ja, das war Lava. Ja, okay, passiert. Ah. Okay. Wie komme ich da lang? Ah. Okay, ich habe verstanden, wie. Ich muss ihm hinterher und mich dann hinter ihm runterhängen. Möglichst ohne einen heißen Arsch zu kriegen. Mich dann danach hochziehen. Oh Gott. Bitte geh nicht weiter. Dreh dich um. Geh zurück. Noch ein Stück. Hallo? Du darfst weitergehen. Scheiße, da geht's gar nicht weiter. Da ist irgendwas. Nein, graben kann ich da auch nicht. Wow! Oh, Schock, ey! Leck mich am Arsch! Okay. Mal zurück, da kann ich bomben.